Du kennst bestimmt das Problem, dass eine Türe im Windzug oftmals knallt oder beim Öffnen zu weit aufgeht und in der Wand eine Beschädigung hinterlässt. Wir zeigen dir in diesem Video heute ein Dämpfungssystem für Innentüren, die genau diesem Problem Abhilfe schafft. Ich bin Simon vom Team Schatz und los geht's! Ich möchte dir jetzt zeigen, wie das Dämpfungssystem an einer normalen Innentüre arbeitet. Wenn die Türe geöffnet wird, wird diese abgebremst und langsam in die Endlage geführt, sodass hier keine Beschädigung am Schrank entsteht. Diese Endlage kannst du einstellen, entweder etwas niedriger oder etwas höher, je nachdem, was du für eine Situation bei dir hast. Wenn die Türe zugeworfen wird, wird die Türe auch abgebremst und langsam in die Endlage gezogen. Das hat folgenden Vorteil, dass wenn du jetzt zum Beispiel Kinder hast, dann haben die hier keine Gefahr von Fingerquetschen. Die Türe wird langsam quasi zugemacht und sanft geschlossen. Ein weiterer Vorteil ist quasi im geöffneten Zustand der Vorteil, dass die Zugluft bei belüfteten Räumen hier der Türe kein Problem erzeugen kann, weil die Türe wird immer in der Offenlage gehalten und somit kannst du deine Räume gut durchlüften, ohne dass die Türen zuschlagen. Hat dieses Dämpfungssystem für Innentüren dein Interesse geweckt? Dann kontaktiere uns gerne. Wir zeigen dir noch weitere Vorteile von diesem Dämpfungssystem. Wir können dieses Dämpfungssystem für dich mitsamt dem Türelement einbauen und stellen dir dazu gerne ein individuelles Angebot zusammen.